So, wir beginnen ja immer mit einem Soundcheck, aber heute steigern wir uns. Wir haben ein Motorrad zum Angucken und führen das Motorrad noch während der Fahrt vor. Haben wir es nicht total drauf? Ein Street-Trecker kommt. Ein gelber. So, warte, ich muss hier noch ein bisschen filmen. Bei bewegten Bildern üben wir noch. Edge, wir haben nämlich zwei. Und wir wollten heute unbedingt bei dem schönen Wetter eine Street-Trecker-Guten-Tag-Runde machen. Heiko, du musst ja nicht mit Gesicht ins Bild, aber unsere Schatten sind drauf. Guck mal, unsere Schatten sind drauf. Ich zeig dir das mal auf dem Telefon. Warte mal. Da sind unsere Schatten, das sind wir. Kannst du auch mal winken? Hallo? Andere Seite, das sieht man den Schatten nicht. Sieht man doch nur die Hand. So, jetzt haben wir gewinkt. Jetzt kannst du den Helm absetzen und jetzt kannst du mit dummer Bemerkung machen. Also, das sind Heiko seine Freewind und meine. Und ich bin neidisch, weil der Heiko hat ein YSS-Federbein drin und da ist das Heck 1,5 Zentimeter höher als meins. Wie soll ich denn damit leben können? Muss ich sofort ändern. Also das sind zwei gleiche Motorräder und trotzdem sind sie verschieden. Das muss man dann natürlich erstmal sich so eine Weile angucken. Der Heiko hat zum Beispiel was gemacht, was wir wahrscheinlich nie wieder in unserem Leben machen werden. Aha, mach mal Zündung an, Heiko. Warte mal, ich nehme dich aus dem Bild. Also ich hatte ja schon mal bei mir die kleinen Blinker gezeigt. So, wenn das blinkt, blinkt mal bitte. Ja, jetzt blinkt es. Blinkt. Und beim Heiko, wenn es beim Heiko blinkt, dann sieht das nämlich so aus. Das ist schon auch irgendwie geil. Ne? Aber ist das ein Gefrickel, dieses Blinkerkabel? Aus dem Lenker, also aus meinen Lenker rein, aus dem Lenker raus, in diesen Spiegelblinkerarm zu bringen, macht es nicht. Und übrigens, ich mache es auch nicht wieder auf Anfrage. Brauchst ein halbes Leben. Notfalls mache ich es so. Außerdem gibt es dafür einen Shop, ein LED-Kit. Ja, was haben wir noch verschieden gemacht? Genau. Ich habe natürlich ausprobiert, wie das ist mit unserem Bremszangenadapter und der super geilen 320 mm Bremsscheibe. In Klammern, die kein Mensch braucht. Wer verratet das weiter? Also die Bremsscheibe ist total cool und die muss man haben. Aber der Heiko hat eine 300er und die geht leider auch sehr gut. Das ist zum Beispiel ein Unterschied. Bei mir gab es noch Pivot-Bags zu kaufen. Die gibt es ja schon länger nicht mehr. Und deswegen hat der Heiko die schicken Rallye-Fußrasten dran. Das ist jetzt nicht so viel schlechter. Und außerdem hat er schon den Prototypen eines klappbaren Freewind-Fußbremshebels dran. Der ist ja richtig edel. Den kann man auch für seinen Klassik-Trecker mit einem schwarzen Tritt vorne haben. Auf Anfrage. Auf Anfrage? Anfrage. Auf Anfrage. Auspuff haben wir gleich. Wir machen auch gleich laut Krach. Gell? Guck mal, bei mir die Bremsscheibe, was sieht man von hier? Ist immer noch nicht volle Kanne eingelaufen. Ich bremse zu wenig. Ich schäme mich. Ich habe am Anfang zu viel mit der Hinterbremse gebremst. So einbremst. Ach so. Ja. Noch von deinem Simson-Moped gewohnt. Vom Moped. Und dann kann man die Sitzbank zum Beispiel oben blau machen oder schwarz. Und unser Sattler Martin macht dann immer noch die passenden Streifchen drauf. Ich weiß nicht, ob ich blau will. Ja genau, heißt doch mal, schreibt in die Kommentare, wer ist von euch für die schwarze Sitzbank und wer ist von euch für die blaue Sitzbank? Wer ist es jemand für die blaue? Da fange ich an zu flötschen. Aber die Blinker haben wir gleich. Hinten. Nur mein Heck ist niedriger. Und Kettenschutz haben wir gleich. Kettenschutz haben wir auch gleich. Deiner ist nur noch ausgeschnitten. Meiner ist ausgeschnitten. Ach ja, genau. Ich habe noch mal ein bisschen Tuning Stufe 2 gemacht. Ich habe hier, schreibt in die Kommentare, ist mein Kettenschutz schöner oder dem Heiko seiner? Der ist hinten dran noch ein bisschen breiter. Ich glaube, wir sollten das aber wirklich jetzt bei der nächsten Serie mit einem Update machen und dann vielleicht noch ein bisschen schlanker, glaube ich. Das ist so ein Vierer-Golf, sage ich immer. Ist auch nicht wie ein Siebener. Da ändert sich immer noch mal was. Und natürlich gucken wir, was wir noch verbessern könnten. Da kann ja auch nicht immer zugleich bleiben. Mein Schalthebel ist aus Aluminium und ein Heiko seiner ist dafür blau. Und so kannst du es eigentlich den ganzen Tag weiter betreiben. Lenker haben wir noch unterschiedliche drauf. Ich habe mal so einen Motocross-Lenker drauf, so einen ganz flachen. Jetzt fahre ich eh nicht im Stehen. Beim Heiko ist der Rennteil drauf. Der passt natürlich auch gut. Also hier, das ist zum Beispiel, das ist jetzt einer von CETA, das ist mit Einzelabnahme gemacht. Wer den zugelassen haben will, so einen dicken Lenker, der muss dann einfach
Magura X-Line nehmen, den gibt es ja auch in Schwarz. Das würde sicher auch einen schönen schlanken Fuß drauf machen. Ja, und wenn wir die Spiegel abbauen, dann hat der Heiko angefangen und hat hier Kunststoffknubbis gebaut, damit die Spiegelgewinde zu sind. Weil bei uns gibt es keine hässlichen Stellen. Ach guck, und ich weiß nicht so genau, schreibt in die Kommentare. Ist der blaue Bremsbehälterdeckel etwas schöner? Muss ich wirklich nochmal in die Werkstatt gehen? Da musst du den Bremsbehälter von hinten aber auch noch dazu. Ach ja, und der Bremsbehälter von hinten. Echt, du hast zwei? Ich habe auch zwei Bremsbehälter. Das war aber knapp. Ja, also, das gibt schon noch 200 Möglichkeiten, sowas noch so rum und so rum zu bauen. Und die suchen wir uns auch immer raus. Am Ende ist es so, wir wollten zwei krasse Motorräder haben. Und das nächste Video machen wir dann, wenn die Aufkleber drauf sind. Okay? Jawohl. Weil dann sind wir die Oberangeber-Vetter. Ich habe übrigens schon einen drauf. Ich habe schon einen kleinen Suzuki-Aufkleber drauf. Du brauchst auch noch einen, gell? Einen kleinen Suzuki-Aufkleber. Einen Schwingenaufkleber. Und einen Schwingenaufkleber. Und einen Schwingenaufkleber. Die Standardaufkleber haben wir schon und einen Big Ducks-Aufkleber. Endlich mal gucken, wann die Big Ducks-Aufkleber endlich aus dem Druck kommen. Ja, was wollten wir sagen? Also du kannst das gar nicht immer wieder ein Motorrad wie ein anderes bauen, weil du hast am nächsten Tag wieder eine neue Idee. Dann müsstest du das ja immer wieder ändern. Und das muss ja auch nicht so sein. Weil ja auch jeder immer sein eigenes spezielles Motorrad haben. Und immer wenn wir zusammen losfahren, gell, dann hat jeder das Gefühl, dass er ein ganz anderes Motorrad hat. Komplett anders. Ne? Da sind wir froh drüber. Und deswegen wünschen wir euch mit eurem ganz eigenen individuellen Motorrad einen schönen Motorradfrühling. Und bis zum nächsten Blödsinn einen schönen Tag.